Ich werde zunächst einen kurzen Überblick geben über die vergangenen 4 Jahre, über die Proteste, die geschehen sind, über die einzelnen Entwicklungen, vor allem von 3 Abkommen, nämlich CETA, TISA und die EPAS. Und anschließend werde ich die Frage stellen, freier Handel oder fairer Handel. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich auch mit den Argumenten der Gegner, in dem Fall der Freihandelsbefürworter, beschäftigt, und deswegen wird der gerade erwähnte Artikel von Felbermayr, Befürworter von Freihandel, dann vorgestellt. Auf der Gegenseite werde ich einen Blick werfen auf das neu gegründete Netzwerk für gerechten Welthandel, und ich werde das Buch präsentieren, das muss ich jetzt ganz kurz nochmal rausholen aus meiner Tasche. Ethischer Welthandel von Christian Felber, das vor wenigen Monaten rausgekommen ist und das für jeden Freund eines gerechten und fairen Handels ein Muss ist zu lesen. Ja, abschließend dann, auch wenn man es nicht wirklich vernehmen kann, haben wir ja in 4 Wochen die Bundestagswahl, nicht mal mehr 4 Wochen, auch wenn gar kein Wahlkampf praktisch stattfindet. Den Grund der Bundestagswahl oder die Bundestagswahl hat die Initiative Braunstein gegen TTIP zum Anlass genommen, um die Parteien zu befragen, wie stehen sie zum Handelsabkommen mit Kanada, CETA. Und da wird, wie gesagt, der Franz das vorstellen, die Ergebnisse. Ich bin sehr gespannt darauf. Und dann hoffe ich, dass wir genügend Stoff haben für die Diskussion, die anschließende, wo Sie sich dann mit Fragen und Anmerkungen einbringen können. Da wir hier im Saal jetzt noch andere Mitglieder vom Arbeitskreis Freihandelsfalle haben, würde ich auch sagen, dass wir die Debatte, die Diskussion relativ offen halten und dass auch Leute aus dem Publikum, Experten aus dem Publikum Fragen beantworten können. Ja, fast 4 Jahre sind mittlerweile vergangen, seitdem die ersten Nachrichten über TTIP direkt nach der Bundestagswahl 2013 die Debatte um den Freihandel begonnen haben. Seitdem ist viel passiert, es gab ganz große Demonstrationen, viele Unterschriftenaktionen, Aktionen auf den Straßen und Veranstaltungen wie diese hier. Wenn man böse ist, könnte man jetzt sagen, der Fakt, dass wir hier immer noch sitzen, spricht eigentlich dafür, dass wir nicht viel erreicht haben und dass der Protest sinnlos war. Doch das sehen wir und das sehe ich vor allem anders. Durch den ganzen Protest der letzten 4 Jahre entstand eine breite öffentliche Debatte. Fast jeder in Deutschland hat mittlerweile eine Meinung zu TTIP und CETA und die anderen Abkommen. Es wurden Bündnisse gegründet für einen gerechten Welthandel, die von Globalisierungskritikern wie ATTAC über Gewerkschaften, Umweltverbänden bis hin zu Landwirten und Vertretern mittlerer und kleiner Unternehmen reichen. Wir hatten die größten Demonstrationen in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Im Oktober 2017 250.000 Menschen in Berlin, die gegen TTIP auf die Straße gingen. Ein Jahr später, im September, 320.000 Menschen gegen CETA in 7 deutschen Städten. Es hat eine Vernetzung gegeben von freihandelskritischen Organisationen über ganz Europa, die letztendlich zur europäischen Bürgerinitiative geführt hat mit mehr als 3,5 Millionen Unterschriften. Diese ist zwar von der Europäischen Kommission abgelehnt worden, aber vor kurzem hat der Europäische Gerichtshof gegen die Europäische Kommission und im Sinne der Freihandelsgegner entschieden und die Bürgerinitiative als legitim eingestuft. Als was? Als legitim, als gerechtfertigt. Außerdem haben die Proteste dazu geführt, dass Abkommen wie TTIP nicht schnell fernab der Öffentlichkeit durchgebracht werden konnten und dass das CETA-Abkommen in einigen Stellen verbessert wurde. Diese Änderungen in CETA sind zunächst erstmal positiv zu betrachten. Das Abkommen selbst ist aber noch weit entfernt davon, eine Art fairen Handel darzustellen oder ein Goldstandard für Handelsabkommen zu sein, so wie es Sigmar Gabriel damals noch als Wirtschaftsminister bezeichnet hat. Anschließend sprach die Kommission davon, dass unter dem Standard von CETA kein Handelsabkommen mehr unterschrieben wird. Die aktuellen Leaks zum Freihandelsabkommen mit Japan, kurz JEFTA, zeigen jedoch, dass die Europäische Kommission nicht aus ihren Fehlern lernt.
Die Verhandlungen laufen mindestens genauso intransparent und noch undemokratischer als bei TTIP, wo immerhin die Parlamentarier aus dem Bundestag Einsicht nehmen durften in dem ominösen Leseraum. Das Kapitel zum Investitionsschutz steht in der gleichen alten Form, wie wir sie von TTIP kennen, wieder im aktuellen Verhandlungsstand. Gleichzeitig werden mehr als 20 weitere Freihandelsabkommen von der Europäischen Kommission aktuell verhandelt. Das Ganze zeigt, dass der Protest weitergehen muss, bis die europäische Handelspolitik nachhaltig verändert ist. Wenn wir zu den einzelnen Abkommen kommen, will ich mit CETA anfangen, weil das wahrscheinlich für die meisten hier noch ein Begriff ist. CETA ist das Abkommen mit Kanada, also zwischen der Europäischen Union und Kanada. Nach insgesamt über 6 Jahren Verhandlungen wurde Ende letzten Jahres das Abkommen unterzeichnet und auch im Anschluss von dem Europäischen Parlament so angenommen. In den nächsten Monaten und Jahren werden dann die nationalen Parlamente der Europäischen Union darüber entscheiden dürfen. Die vorläufige Anwendung des Vertrags soll tatsächlich noch am 21. September diesen Jahres erfolgen. Wir haben im Arbeitskreis darüber diskutiert und wir gehen davon aus, dass der Termin noch nach hinten verschoben wird, weil 3 Tage vor der Bundestagswahl wahrscheinlich die Debatte nicht nochmal aufgemacht werden soll in der Öffentlichkeit. Aber das wird sich zeigen. Wir würden es uns wünschen, dass es am 21. schon wäre. Tatsächlich gab es bei CETA, wie zuvor schon erwähnt, durch den Protest Verbesserungen beim Investitionsschutz. Statt der geheimtagenden privaten Schiedsgerichte soll ein Investitionsgericht für Konzernklagen gegen Staaten im Rahmen von CETA angewandt werden. Zweifellos gibt es dabei einige Verbesserungen. Zum Beispiel die Möglichkeit, dass man in Berufung gehen kann. Jedoch spricht sich selbst der Deutsche Richterbund entschieden gegen dieses Konstrukt, gegen diesen Gerichtshof aus. Denn es bleibt dabei, dass dabei eine Paralleljustiz geschaffen wird, die einseitig den Konzernen zusätzliche Klagemöglichkeiten gibt gegen Staaten, wodurch die Demokratie geschädigt wird und letztendlich auch Steuergelder verloren gehen werden. Der kommende Bundestag, der in 4 Wochen gewählt wird, wird die Möglichkeit haben, dies zu verhindern. Viel weniger weiß die Öffentlichkeit bisher über das Dienstleistungsabkommen TISA. Und das, obwohl es das aktuell größte verhandelte Freihandelsabkommen der Welt ist. Dabei verhandelt die Europäische Union im Namen von ihren 28 Mitgliedern mit 22 weiteren Staaten seit 2013 in bekannter Intransparenz. Und Ziel ist es, laut letzten Vernehmungen, dass dieses Abkommen noch dieses Jahr abgeschlossen wird, was aber wahrscheinlich zweifelhaft ist. Worum geht es bei TISA? Es geht nicht wie bei CETA und TTIP um den Handel mit Waren, sondern es geht um den Handel mit Dienstleistungen. Dazu zählen Bankdienstleistungen, Versicherungsgeschäfte, Telekommunikation, Internetdienstleistungen sowie Beratungen. Aber auch, und das ist sehr wichtig, die öffentliche Daseinsvorsorge. Und dazu zählt die Wasserversorgung, Energieversorgung, Gesundheit, Kultur, Bildung und weiteres. Die Märkte für diese Dienstleistungen sollen durch das TISA-Abkommen für transnationale Dienstleistungskonzerne geöffnet werden, wodurch die Interessen von Bürgern, Verbraucherverbänden, Kommunen und so weiter in das Nachsehen haben werden. Eine Privatisierung öffentlicher Einrichtungen würde durch TISA vorangetrieben werden, wodurch letztendlich der Fokus, der besteht auf das Gemeinwohl, durch eine Profitorientierung ersetzt wird. Zu allem Überfluss müssen wir aus aktuellen Leaks auch entnehmen, dass was einmal privatisiert wird, nicht mehr in die öffentliche Hand zurück darf. Auch über dieses Abkommen wird dann voraussichtlich der kommende Bundestag entscheiden dürfen. Wer sich speziell mit dem TISA-Abkommen noch weiter auseinandersetzen will, dem lege ich ans Herz, dass er sich auf YouTube den Beitrag von Uli Mössner, auch Mitglied des AK Freihandelsfalle, anschaut. Das war ein Vortrag vor 2 Monaten von der Veranstaltung von Mehr Demokratie, wo er speziell eine Dreiviertelstunde lang über TISA spricht und sämtliche Kritikpunkte aufgreift, die wir jetzt hier in der Fülle nicht alle benennen können.
Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, kurz EPA, das sind wahrscheinlich von den drei Abkommen, die wir heute so näher betrachten, die unbekanntesten. Und das, obwohl diese eigentlich schon seit über 10 Jahren verhandelt werden. Der Grund, wieso die Verhandlungen immer noch nicht abgeschlossen wurden, liegt daran, dass die betroffenen Wirtschaftszonen, das sind vor allem afrikanische Wirtschaftszonen, sich sehr stark dagegen sträuben, die einzelnen Länder, aber auch deren Zivilgesellschaft. Der Grund, wieso die Verhandlungen nicht gänzlich abgebrochen worden sind, liegt vor allem am Druck der Europäischen Union, die den Zugang für diese Länder zum europäischen Markt erschweren will. Wohin es führt, wenn extrem ungleiche Wirtschaften auf Augenhöhe miteinander Handel betreiben, zeigt die Erfahrung. Schon heute ist es so, dass hochsubventionierte landwirtschaftliche Produkte aus Europa, aber auch aus anderen Ländern, die Märkte in Entwicklungsländern bzw. die lokale Wirtschaft schädigen und keinen Raum für die Entwicklung lassen. So geschehen als zwei Beispiele die Gemüsebauern in Ghana oder die Geflügelzüchter in Kamerun, die wegen der günstigen Geflügelabfälle aus Europa nicht mehr am Markt dort mithalten konnten. Dies alles verschärft natürlich die Armut und schafft neue Fluchtursachen, statt diese zu bekämpfen. Und diese Erkenntnis ist nicht nur in der gesellschaftlichen Linken gereift, sondern die Erkenntnis geht bis tief hinein in die konservativen Kreise. Der Afrika-Berater von der Kanzlerin, Günter Noge, meint zu den EPAs: Man sollte mit Wirtschaftsabkommen nicht kaputt machen, was man auf der anderen Seite als Entwicklungsministerium versucht aufzubauen. Und der zugehörige Entwicklungsminister von der CSU, Gerd Müller, meint: Damit lassen wir den Afrikanern kaum eine Chance im direkten Wettbewerb. Eine Konsequenz daraus wurde von der Europäischen Kommission bisher nicht gezogen. Wir fordern einen Stopp der aktuellen EPAs und einen solidarischen Handel, der eine nachhaltige Entwicklung vor Ort zum Ziel hat und Afrika nicht als Absatzmarkt für unsere Produkte begreift. Was die drei gerade angesprochenen Abkommen eint, ist die Ideologie des Freihandels. Zölle und andere Bestimmungen sowie Umweltstandards, Verbraucherschutzstandards, heute auch nicht-tarifäre Handelshemmnisse genannt, sollen abgeschafft werden, damit der Handel keine Einschränkungen mehr besitzt. Die bekannten Wirtschaftswissenschaftler, die diese Ideologie begründet haben, sind die beiden Engländer Adam Smith und David Ricardo. Und David Ricardo war es auch, der das Modell der komparativen Kostenvorteile erarbeitet hat. Das besagt, dass letztlich alle am Freihandel beteiligten Nationen davon profitieren, selbst wenn sie in allen Wirtschaftsbereichen Kostennachteile gegenüber den anderen Nationen haben. Ich erwähne das, weil genau auf diese These von David Ricardo sich Dr. Felbermayr vom IFO-Institut in München stützt, in seinem Artikel vom 21. Juli in der Süddeutschen Zeitung. Der Artikel hat den Namen Gute Idee, schlechtes Image, und ich werde einige Passagen, die den Artikel zusammenfassen, kurz aufgreifen und anschließend auf die Leserbriefe eingehen, die tatsächlich durchwegs negativ waren gegenüber dem Artikel und wo auch zwei Mitglieder aus dem Arbeitskreis Freihandelsfalle sich aufgetan haben. Gute Idee, schlechtes Image. 99% der ökonomischen Studien halten Freihandel für den besten Weg, Wohlstand zu fördern. Leider ist das Prinzip der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Seit 2 Jahrhunderten kämpfen Volkswirte gegen die Manipulation des internationalen Handels zum vermeintlich eigenen Vorteil. Dabei argumentieren sie mit der Theorie der komparativen Vorteile, die David Ricardo vor genau 200 Jahren in seinen Principles zum ersten Mal darlegte. Darin zeigt er, dass freier Handel für alle beteiligten Länder vorteilhaft ist. Seine Theorie ist für die Volkswirtschaftslehre so etwas wie das Newtonsche Gravitationsgesetz für die klassische Physik. Wer die Dynamik der Märkte nicht versteht, der versteht auch Ricardo nicht. Das fehlende Verständnis des Prinzips vom komparativen Vorteil unter den Wählern
zusammen mit ihrem gestörten Vertrauen in die politischen Eliten ist ein Problem. Warum aber ist die Theorie der komparativen Vorteile so schlecht vermittelbar? Dafür gibt es einige Gründe. Erstens, Ricardos Theorie ist nicht intuitiv. Es leuchtet nicht sofort ein, dass sein Land, das in keinem Wirtschaftszweig produktiver ist als seine Handelspartner, dennoch vom internationalen Warenaustausch profitiert. Sollte es nicht von ausländischen Anbietern in die Pleite getrieben werden, sowie unproduktive Unternehmen? Nein. Der Vergleich mit Firmen führt in die Irre. Länder sind keine Unternehmen. Die Löhne im Land mit der niedrigen Produktivität müssen niedriger sein als im Hochproduktivland, sodass es in jenen Sektoren, in denen es relativ produktiver ist, das Niedriglohnland billiger produzieren kann. Im Übrigen braucht es für die Herstellung dieser Arbeitsteilung keinen wohlwollenden globalen Diktator, wie manchmal behauptet wird. Der Markt löst diese Aufgabe. Die Unternehmen spezialisieren sich auf Güter mit komparativen Vorteilen, weil das schlicht profitabler ist. Und die Konsumenten kaufen von den günstigsten Anbietern. Wer aber diese Dynamik der Märkte nicht verstehen will oder kann, für den muss Ricardos Theorie unbegreiflich bleiben. Das Prinzip vom komparativen Vorteil ist abstrakt. Anders als das Newtonsche Gravitationsgesetz kann es nicht einfach mit Hilfe eines Apfels empirisch verifiziert werden. Das zweite Problem: Handelspolitik bringt, wie von Ricardo schon 1815 beschrieben, regelmäßig Gewinner und Verlierer hervor. Früher wurden die Verlierer nicht kompensiert und auch heute gibt es kaum direkte Kompensation. Aber die meisten fortgeschrittenen Länder haben Sozialversicherungssysteme, die Härtefälle abmildern. Freilich bleiben die Verlierer auf Kosten sitzen, zum Beispiel in Form längerer Arbeitslosigkeit oder niedriger Löhne. Das zeigten jüngere empirische Untersuchungen. Eine Versicherung kann aber nur mit einem Selbstbehalt funktionieren, sonst erlöschen alle Anreize, die eigene Situation durch Eigeninitiativen zu verbessern. Was folgt daraus? Handelsliberalisierung muss durch moderne soziale Sicherungssysteme begleitet werden, auch wenn man diese vordringlich für die Bewältigung der Folgen des technischen Wandels braucht. In vielen Ländern herrscht hier Modernisierungsbedarf. Das dritte Problem mit Ricardos Theorie ist, dass sie 200 Jahre alt ist. In der heutigen Welt sind Ideen und Kapital vielfach mobiler als Güter selbst. So werden technologische Unterschiede immer schneller ausgeglichen. Die Strukturen komparativer Vorteile werden immer ähnlicher. Und das ricardianische Motiv für den internationalen Handel schrumpft. Problematischer ist, dass die Gegenstände der Handelspolitik heute andere sind als früher. Zölle und Quoten sind weitgehend abgeschafft. Dafür geht es häufig um ökologische oder verbraucherschützerische Interessen. Der diskriminierende Gehalt vieler Gesetze und Regulierungen ist von legitimen politischen Zielen oft kaum zu trennen, was das Entlarven des Protektionismus erschwert. Der neue Protektionismus zeigt sich gern in einem grünen Gewand. Freihandelsabkommen werden oft missbraucht, beispielsweise um wirtschaftspolitische Ziele, die sonst nicht durchsetzbar sind, völkerrechtlich zu verankern. Die einen wünschen sich staatliche Eingriffe insgesamt, ob diskriminierend oder nicht, zurückzudrängen. Die anderen hoffen, mit Handelspolitik sozialpolitische Vorstellungen in anderen Ländern zu exportieren. Die Bürger verstehen das. Daher sollten wahre Freunde des Freihandels darauf bestehen, dass die Verträge schlank, auf Nichtdiskriminierung fokussiert und allgemein verständlich sind. Das ist viel wichtiger als die von Attac und anderen Freihandelsgegnern so vehement geforderte Transparenz bei den Verhandlungen. Die Existenz von Verlierern macht Handelsliberalisierung schwer umsetzbar, weil die Verluste auf wenige konzentriert sind, während die Gewinne sich auf so viele verteilen und daher pro Kopf klein sind. Das erklärt die asymmetrische Mobilisierung in Globalisierungsdebatten. Dazu kommt, dass die Identität der Verlierer immer erst dann wirklich feststeht, wenn die Maßnahme einmal implementiert ist. Diesen Unterschied, diese Unsicherheit, kann in demokratischen Verfahren zur Ablehnung von Liberalisierung führen, auch wenn im Nachhinein eine breite Mehrheit davon profitierte. Dies zeigte der Harvard-Ökonom Danny Roderick schon vor Jahren.
Politiker, die die Freihandelsidee voranbringen wollen, müssen deshalb oft Allianzen mit Merkantilisten eingehen, denen es vor allem um immer höhere Exporte geht. Merkantilisten, auch so mancher Lobbyist der deutschen Exportindustrie, behandeln Ricardo wie eine Straßenlaterne, unter der sie nicht Erleuchtung, sondern schlicht eine Stütze suchen für fragwürdige Positionen. Ökonomen sollten sich davon aber klar abgrenzen. Soweit zum Artikel von Gabriel Felbermeier, der Professor der Volkswirtschaften hier in München ist und beim IFÖ-Institut arbeitet. Bevor ich zu den drei Leserbriefen komme, die sich darauf wenden, ist mir selber was aufgefallen an dem Artikel. Er erwähnt nämlich den Harvard-Ökonomen Danny Roderick. Und von dem Herrn habe ich auch selbst ein Buch gelesen, das nennt sich das Globalisierungsparadox. Und darin stellt Roderick das Dilemma der Globalisierung dar. Sprich, er stellt die These auf, dass Freihandel, Demokratie und Nationalstaatlichkeit nicht miteinander vereinbar sind. Und man müsse sich gegen eins dieser drei entscheiden. Und er plädiert in seiner Einschätzung dafür, dass der Freihandel eingeschränkt wird, weil ihm die Demokratie wichtiger ist, er stellt die höher und er denkt, dass eine Weltregierung noch Utopie ist. Das finde ich dann sehr beachtlich, dass Felbermayr gerade diese Person mit in seinen Artikel aufnimmt als Beispiel, als Mensch, der für den Freihandel steht, der solche Thesen aufstellt. Dann will ich zu den sehr guten Leserbriefen kommen. Es waren viele, die kann ich jetzt hier nicht alle nennen. Ich will aber unbedingt die beiden aus dem AK Freihandelsfall nennen. Zum einen von Joachim Schemel, hier aus München, wie gesagt, aus unserem Arbeitskreis. Mit dem Titel längst widerlegt. Neoliberal erzogene Volkswirte meinen zwar noch heute, dass sie die Zukunft wie ein Techniker mit mathematischen Formeln voraussagen können, müssen jedoch immer wieder einräumen, dass sie mit ihren Prognosen vollständig daneben gelegen haben. Die damals im Interesse des britischen Kolonialreichs liegende Theorie des komparativen Vorteils, die besagt, dass der freie Handel für alle beteiligten Länder vorteilhaft ist, wurde empirisch inzwischen längst widerlegt, wird jedoch von interessierter Seite weiter aufrechterhalten. Denn sie bereitet den technologisch überlegenen Industrieländern bei der Ausbeutung von Billiglohn- und Rohstoffländern ein ruhiges Gewissen. Nicht der Freihandel schafft Wohlstand, sondern die technologische Entwicklung. Wirtschaftshistoriker wissen, alle Länder, die nach England zu Industrienationen wurden, haben sich viele Jahre lang mit Zöllen, Kontingenten und Kapitalverkehrskontrollen geschützt, bis sie ihre anfängliche schwache Industrie so weit entwickelt hatten, dass sie wettbewerbsfähig wurde. Auch China hätte nie zu einer Exportstärke gefunden, ohne jahrelangen Schutz seiner Märkte. Diesen Schutz verweigert man heute den industriell unterentwickelten Ländern und will ihnen Zölle als Diskriminierung im internationalen Wirtschaftsverkehr verbieten. Dazu fällt Felbermayr nur ein, die neoliberale Freihandelsdoktrin sei zwar gut, aber dem Laien schlecht vermittelbar. Ein zweiter Beitrag, diesmal nicht aus unserem Arbeitskreis, sondern von Susanne Poleski aus Berg, wo auch immer Berg liegt. Dass Gabriel Felbermayr ein Verfechter des sogenannten Freihandels ist, ist hinlänglich bekannt. Dass er dazu eine 200 Jahre alte Theorie bemüht, die mit Kostenvorteilen argumentiert, macht die Sache nicht besser. Und den Gegnern zu unterstellen, dass sie die Dynamik des Marktes nicht verstehen, ist absurd. Ich fürchte, wir verstehen sie nur zu gut. Ja, es geht um Gewinnmaximierung. Allerdings in erster Linie für die 200 mächtigsten transkontinentalen Gesellschaften. Wie wäre es denn, wenn Handel vor allem Mittel zum Zweck wäre? Alle Menschen ausreichten, um gut zu versorgen. Und warum klappt das 200 Jahre nach David Ricardo so schlecht, mit 850 Millionen Hungernden weltweit? Warum gibt es die Umverteilung von unten nach oben? Von Arbeit zu Kapital. Ricardos Theorie kannte noch nicht die Asymmetrien, wie sie heute existieren. Wie frei dieser Handel ist, zeigt sich allein an den hochsubventionierten Agrarimporten aus Ländern des Nordens.
Nur drei Argumente von vielen gegen Verträge wie TTIP, CETA und JEFTA, die in erster Linie die Interessen der Konzerne bedienen. Der Freihandel zerstört regionale Produktionsstrukturen, insbesondere in wirtschaftlich schwächeren Ländern. Händchen nach Afrika ist als Beispiel genannt. Gegen die Agrarimporte der reichen Länder kann kein Bauer im Süden konkurrieren. Und die Patentrechte von Monsanto und Co. machen die Kleinbauern von den Konzernen abhängig. Zweitens, der Freihandel erhöht die ökologischen Kosten der Produktion durch unsinnige Transporte. Dennoch profitabel für Unternehmen, weil ein Großteil dieser Kosten die Gesellschaft bzw. die Natur trägt. Und als letztes Argument, die weitere Zentralisierung von ökonomischer Macht hebelt staatliche Steuerung und demokratische Entscheidungsstrukturen aus, beziehungsweise durch Einknicken der Staaten vor der Macht der transkontinentalen Konzerne wird deren Dominanz erst ermöglicht. Ihr Fazit lautet, Freihandel nutzt vor allem Großkonzernen, die den intransparenten Aushandlungsprozess nutzen, um ihre Profitinteressen durchzusetzen. Gegen diese Diktatur der Mächtigen sollten wir regionale Kreisläufe, fairen Handel und demokratische Strukturen setzen. Und dann komme ich abschließend zum Beitrag von Raul Claro, auch hier in der zweiten Reihe mit dabei, der mir erlaubt hat, dass ich seinen Leserbrief hier persönlich mache. Mit dem Titel Die Lehre der Stärksten. Ist dem Autor nie eingefallen, dass es zu viel von einer guten Sache geben kann? Etwas Salz macht die Suppe schmackhaft. Daraus die Folge zu ziehen, je mehr Salz, desto besser, führt aber zur bitteren Enttäuschung. So gibt es viele Erfahrungen und Überlegungen, die zeigen, dass die Vorteile des Freihandels nur für einen begrenzten Bereich gelten. Wir haben bereits sehr, sehr viel davon. Doch die Wirtschaft will mehr und hat aus dem Freihandel eine Art Religion gemacht, sodass jeder Zweifel an seiner absoluten Güte die Verteidiger auf den Plan ruft. Der Freihandel entspricht der einseitigen Sichtweise des starken Unternehmers, das dadurch vermag, zu investieren, wann und wo sie will, zu produzieren, was und wo sie will, zu kaufen, was und wo sie will. Das ist ein Zitat von Percy Barnevich. Aber das koppelt die Wirtschaft von der Gesellschaft ab und macht uns am Ende abhängiger und ärmer, auch in den OECD-Ländern, siehe Südeuropa. Sie ist die bevorzugte Lehre der Stärksten, die von ihrer Stärke in der uneingeschränkten Konkurrenz voll Gebrauch machen kann. Sie führt zu einer schrecklichen Welt, ohne Platz für die wenig Starken. Dann danke nochmal an Ralf Carlo dafür. So, also wie gesagt, mit dem Artikel war es uns auch wichtig, dass man die Argumente der Gegenseite hört. Das muss man sich auch immer wieder vergewissern, was spricht die Gegenseite, um auf diese Argumente zu reagieren, gerade so gut, wie es die drei genannten Personen gemacht haben. Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, welche Abkommen wir aus welchen Gründen ablehnen und gegen welche Art von Freihandel wir sind. Aber wofür stehen wir und worum geht es uns? Uns geht es nicht darum, Handelsabkommen per se abzulehnen. Es kommt uns darauf an, welchem Zweck der Handel dient. Und dies sollte nicht, wie im Fall des Freihandels, ein Selbstzweck sein, der Handel. Handel sollte vor allem den Zweck haben, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, die Umsetzung der Menschenrechte zu unterstützen und das Gemeinwohl zu vermehren. Ich bin selbst geborener Bayer und deswegen halt es mit der bayerischen Verfassung, die besagt, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Wir stellen uns als Attack auch gegen eine nationale Politik à la America First von Donald Trump, die durchwegs protektionistisch ist. Attack steht seit seiner Gründung für eine grenzenlose Solidarität, weswegen es an den Haaren herbeigezogen ist, dass manche Medienvertreter oder Politiker Trump und Attack in einen Topf schmeißen. Wie könnte also ein fairer Handel aussehen? Ein fairer Handel muss sicherstellen, dass Arbeitnehmer, Verbraucherrechte sowie Umwelt- und Datenschutz
gesichert und ausgebaut werden. Fairer Handel muss eine strikte Regulierung von Finanzmärkten zulassen, um Finanzkrisen wie 2007 zuvorzukommen. Und er muss einen wirksamen Schutz für die öffentliche Daseinsvorsorge geben. Wie kann dies umgesetzt werden? Zunächst einmal müssen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Konsumenten- und Umweltschutz Teil dieser Abkommen werden. Sie müssen geschützt und einklagbar sein, falls diese vom Konzern verletzt werden. Aktuell tauchen diese Themen überhaupt nicht in diesen Verträgen auf. Stattdessen werden Investitionen geschützt und auch das europäische Verhandlungsmandat für diese Abkommen, für die Verhandlungen, spricht von einem höchstmöglichen Rechtsschutz und Rechtssicherheit von Investoren anstatt von Menschenrechten. Und das muss man sich bewusst werden, wie die Prioritätensetzung der Europäischen Kommission da ist. Da werden das Handelsrecht über die Menschenrechte gestellt. Diese Form von Investitionsschutz, die man auch Protektionismus von Konzerninteressen nennen kann, stellt ganz klar ein Hindernis für einen fairen Handel dar. Handel kann jedoch ein Mittel sein, um Menschen- und Umweltrechte zu stärken, indem Länder, die diese Rechte achten, einen besseren Marktzugang bekommen als diese Länder, die dies nicht tun. Und dabei will ich auf das zuvor schon erwähnte Buch von Christian Felber kurz eingehen, Ethischer Welthandel. Christian Felber ist auch Attac-Mitglied, Attac Österreich, ist dieses Jahr erschienen im Deutecke Verlag. Kann man auch gerne nach der Veranstaltung kurz mal einen Blick reinhaben. Ja, Christian Felber setzt sich mit diesem Buch für ein ethisches Handelssystem ein, das bei den Vereinten Nationen angehängt ist. Dabei nutzt er schon vorhandene UN-Abkommen, um Staaten, die Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz oder den Schutz kultureller Vielfalt nicht respektieren, schlechter im Welthandel zu stellen. Konkret sollen Länder, die Abkommen wie das Kyoto-Protokoll zum Beispiel oder die ILO-Kernarbeitsnormen nicht unterzeichnet haben und nicht durchsetzen, einen gewissen Zollaufschlag bekommen. Um das ein bisschen erklären zu können, was er damit meint, will ich ein kurzes Beispiel nehmen. Die Produktion von Antibiotika, dazu gibt es in Europa relativ hohe Standards. Zum einen die Qualität, zum anderen auch auf die Umwelt, dass nicht einfach ins Abwasser Reste abfließen können. Diese Standards sind wichtig und die gibt es auch zu Recht, aber sie führen dazu natürlich, dass die Produktion sich verteuert, indem man Reinigungssysteme und so weiter einbauen muss. Dies hatte zur Folge, dass ein großer Teil der Antibiotikaproduktion nach Indien abgewandert ist, wo die Gesetzgebung mangelhaft ist und auch die Durchsetzung der Gesetze nicht so ist wie in Europa. Dadurch kann natürlich günstiger produziert werden. Anschließend wird das Produkt dann im Sinne des Freihandels zollfrei nach Europa gebracht, nachdem die Qualität überprüft worden ist. Die Kontrolleure dürfen dabei nicht Umweltaspekte berücksichtigen im Herkunftsland. Nun haben Journalisten und Wissenschaftler vor kurzem, ich glaube es war im Mai, das veröffentlicht, was das zur Folge hat. Man hat in den umliegenden Flüssen der Produktion dieser Antibiotika 100 bis 1000-fach höhere Konzentrationen an Antibiotika-Überresten gefunden, als sie nach deutschem Gesetz erlaubt werden. Dadurch haben sich letztendlich multiresistente Keime gebildet, wo man noch nicht absehen kann, was das für Folgen haben wird. Man kann aber jetzt schon sehen, dass es auf die Natur und den Menschen vor Ort gravierende Auswirkungen hat. Und in einer globalisierenden Welt werden, wenn diese multiresistenten Keime entstehen, diese auch nach Europa gelangen. Die Produktionszweck unterlaufen, weil die wirken nicht mehr. Was man produziert, wirkt nicht mehr. Also genau. Das ist total irre. Kann ein neues Produkt dann daraus entstehen, letztendlich. Was Christian Felbers Idee ist, ist, dass wenn es dazu ein Abkommen gibt zur Produktion von Antibiotika zum Beispiel und Indien dies nicht unterzeichnet hat, beziehungsweise dies nicht einhält, Indien einen Zollaufschlag bekommt. Der mag zum Beispiel 5% sein. Dies führt dazu, dass es Tendenzen geben wird, dass die Produktion sich entweder wieder zurückverlagert nach Europa, weil die Produktion ansonsten zu teuer wird in Indien, oder sich Indien bzw. die Pharmakonzerne dafür einsetzen, dass die Umweltverschmutzung dort vor Ort gestoppt wird.
Und daraus würde sich eine ganz neue Dynamik ergeben. Die Schutzstandards würden dadurch gestärkt werden und würden nicht durch ein gegenseitiges Konkurrieren unterlaufen. Auch schreibt Felber, dass ein fairer Handel den Entwicklungsstand von Ländern berücksichtigen muss. Gleichbehandlung von Ungleichen, sowie im Freihandel vorgesehen, ist ein Akt der Gewalt. Um das mit anderen Worten zu beschreiben, ein freier Handel zwischen Ungleichen ist der Protektionismus der Stärkeren, wie wir es ja auch schon in einigen Leserbriefen hier davor gehört haben. Die Stärkeren können dadurch ihre Handelsbilanzen aufbessern und sich anschließend als Exportweltmeister feiern lassen. Während die anderen sich verschulden, ihre Wirtschaft geschwächt wird und, wie im Falle von Afrika, sie zu Rohstofflieferanten verkommen. Aktuell kann der globale Süden bzw. die ärmeren Länder nur mit niedrigen Standards am Weltmarkt mithalten. Doch niedrige Arbeitnehmerstandards, Umwelt- oder Steuerstandards sind die schlechteste Form von Entwicklungshilfe. Entwicklungsländer müssen die Möglichkeit besitzen, Zölle zu erheben, während ihre Produkte einen freien Zugang zu unseren Märkten bekommen. Nur so können die Entwicklungsunterschiede zwischen den Ländern ausgeglichen werden und eine wesentliche Ursache von der Flucht von Millionen von Menschen beseitigt werden. Solch faire Handelsabkommen können nur zustande kommen, wenn die Entstehung der Abkommen demokratischer gestaltet wird, wenn die Verhandlungen transparent werden und der Souverän abschließend ein Mitspracherecht bekommt. Dies waren jetzt nur ein paar Anregungen zum fairen Handel. Da gibt es noch viel mehr, auch Christian Felber schreibt noch viel mehr darüber. Deswegen lege ich es jedem ans Herz, sich das Buch zu besorgen. Ja, trotz allem, die Zukunft der europäischen Handelspolitik der nächsten Jahre wird meines Erachtens vor allem durch zwei Akteure bestimmt. Das ist zum einen die Politik, vielleicht sogar drei Akteure, die Lobby natürlich, und auf der anderen Seite sind wir, die Zivilgesellschaft. Und auf Seiten der Zivilgesellschaft gibt es hier in Deutschland eine neue Entwicklung, die, finde ich, auch relativ wichtig ist, dass man die vernimmt. Nämlich hat sich aus dem Bündnis TTIP Unverhandelbar, das die ganzen großen Demonstrationen organisiert hat in Berlin und in den 7 deutschen Städten, und dem deutschen Teil der Europäischen Bürgerinitiative ein Netzwerk gegründet diesen April, das sich Netzwerk für einen gerechten Welthandel nennt. Teil- oder Mitgliedorganisationen gibt es mehr als 100, darunter ist natürlich ATTAC vertreten, Umweltverbände wie Greenpeace oder das Umweltinstitut München, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der katholische Arbeitnehmer oder die katholische Arbeitnehmerbewegung, Mehr Demokratie, aber auch bäuerliche Vereinigungen wie ABL oder Rot für die Welt. Ich will nur ein paar Stellen aus dem Positionspapier herausnehmen, damit man ein Bild hat, um was es diesem Netzwerk geht. Dieses Positionspapier habe ich auch 10-mal ausgedruckt und es liegt hinten auf dem Tisch aus. Da kann sich nicht jeder, aber ein paar Leute zumindest bedienen. Das Netzwerk für einen gerechten Welthandel versteht sich als Teil einer internationalen Bewegung. Wir treten gemeinsam ein für eine solidarische Welt, in der Vielfalt eine Stärke ist. Wir wenden uns deshalb gegen jede Form von Rassismus, Rechtspopulismus und nationalen Ressentiments. Das Netzwerk versteht sich als Ort, wo über die Fragen, wie ein gerechter Welthandel erreicht werden kann, diskutiert wird. Sie schreiben auch, dass sie weiterhin Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA und TISA stoppen wollen und sagen dazu, wir halten die Alternative Freihandel oder Protektionismus für eine falsche, von den wirklichen Problemen ablenkende Frontstellung. Was wir brauchen, ist nicht mehr von der alten Handelspolitik, sondern eine neue Handelspolitik, die soziale und ökologische Leitplanken für die Globalisierung setzt. Wir treten für eine Handels- und Investitionspolitik ein, die auf hohen ökologischen und sozialen Standards beruht und nachhaltige Entwicklung in allen Ländern fördert. Sie muss insbesondere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fördern, sowie die Gestaltungsmöglichkeit von Staaten, Ländern und Kommunen für die Zukunft sichern. Nationale wie internationale Standards zum Schutz von Mensch, Umwelt und guter Arbeit stärken, sowie die Entwicklung einer gerechten Wirtschaftsordnung fördern. Man macht hier im Anschluss noch 11 weitere Forderungen, auf die ich jetzt nicht genau eingehe. Letztendlich habe ich davon auch schon viele zuvor selbst erwähnt. Und wer will, kann sich selber ein Bild davon machen.
Wenn keine Exemplare mehr übrig sind, das Netzwerk für einen gerechten Welthandel hat natürlich auch eine Homepage, wo diese ganzen Informationen auch sehr einfach zu finden sind. Ja, wie gesagt, neben der Zivilgesellschaft legt vor allem die Politik auch die Weichen für die Handelspolitik. CETA wird definitiv im kommenden Bundestag abgestimmt werden, der in 4 Wochen gewählt wird. Und dazu bitte ich jetzt den Franz hier nach vorne ans Pult, der uns berichten wird, wie die Parteien zum Freihandelsabkommen mit Kanada, sprich CETA, stehen. Ja, ich wollte noch eine Frage stellen, bevor der nächste. Ist das ein Problem, wenn Sie die Frage noch 10 Minuten zurückhalten können? Ich will die Frage an Sie stellen. Ja, ja. Ich bin auch noch da in 10 Minuten. Sollen wir es so lange merken? Dann okay, dann stimmt. Das war eine Verständnisfrage. Ja? Ich wollte nicht in die Diskussion einsteigen. Gerne. Was soll es jetzt stellen? Ja, stellen Sie es jetzt. Also vielleicht ist das an mir vorbeigerauscht, wo dieser Professor, wie heißt der, Felbermeier, genau, in seinem langen Artikel erklärt hat, dass es dieses Prinzip von Ricardo ist ja nicht so intuitiv so leicht verständlich. Weil es eigentlich dem gesunden Menschenverstand entspricht, dass wenn völlige Freiheit zwischen Parteien herrscht, von denen eine Partei viel stärker ist wie die andere, dass dann die stärkere Partei bevorzugt werden wird. Und entweder habe ich das überhört oder er schreibt nichts dazu. Wie widerlegt er das jetzt? Er widerlegt es damit, laut ihm, dass er sagt, dass das einfach, also sein Satz war ja, dass 99% der Ökonomen ihm recht geben. Das ist ja kein Beweis. Also. Und, das ist ja kein Argument. Er nimmt noch einzelne Beispiele auf, zum Beispiel Ungarn. Ich habe jetzt nicht den ganzen Artikel lesen können, weil dann hätte ich eine Viertelstunde dafür gebraucht. Ich kann den aber gerne Ihnen direkt jetzt zum Lesen geben, dann können Sie es im Kompletten nochmal durchlesen. Sehen auch die Passagen, die ich letztendlich vorgelesen habe, und sich davon ein Bild machen. Also er nimmt dann Beispiele, die angeblich zeigen, dass ein Land wie Ungarn, das eigentlich laut ihm in allen Wirtschaftsbereichen weniger produktiv ist als Deutschland, trotzdem eine positive Handelsbilanz hat. Ich habe das nachgeschaut, das basiert größtenteils auf der Automobilindustrie, Zuliefererindustrie und deutschen Automarken, die dort produzieren. Aber ich gebe das gerne. Ich habe den Artikel auch im Original, den Felbermeier Zeitungsartikel, also wenn mir jemand das, kann ich auch umlaufen lassen, aber ich will jetzt nicht ablenken von der Präsentation. Nee, wir können es auch später, bei Bedarf, ja, okay. Ja gut, dann mache ich weiter. Ich stelle mir mal kurz vor, mein Name ist Franz Rieger. Ich bin von der Initiative Stopp TTIP, Landkreis Traunstein, Berchtesgadener Land. Das ist da Richtung Salzburg, ungefähr 80 Kilometer von München weg. Und versteht man mich? Sonst rede ich lauter oder soll ich ans Mikro gehen? Es gibt so ein drahtloses Mikrofon. Sogar. Okay, das ist aber ausgestellt. Ja, den kann man aber anmachen, oder? Nicht. Ich würde es einfach auf den Knopf drücken. Vielleicht. Oder sonst nimmst du das? Weil ich stehe eigentlich lieber. Gut, also ich bin natürlich auch bei ATTAC. Wir sind in ATTAC Kirchstein. Das ist in der Nähe vom Waginger See, also ganz im Südosten. Und als wir begonnen uns mit TTIP konfrontiert gesehen haben, damals gab es ja CETA noch nicht so in der Öffentlichkeit, in dieser Aufnahme, haben wir gesagt, da müssen wir jetzt unbedingt was machen. Und wir haben uns dann entschlossen, eine Initiative zu gründen. Meine Frau ist auch da, wir haben das zu zweit in Bewegung gesetzt. Vielleicht stehst du mal kurz auf. Okay. Und wir haben deshalb gesagt, wir machen das jetzt gar nicht unbedingt über ATTAC, weil am Land hat natürlich ATTAC auch, bist du immer in einer bestimmten Ecke drin, und uns ging es eigentlich darum, dass wir für möglichst viele Menschen offen sind. Und es war ja damals auch ein großes Interesse dran in der Bevölkerung, und da haben wir gedacht, jetzt wenn wir das gleich unter dem Namen von ATTAC machen, nehmen wir uns vielleicht Chancen. Ne? Und
So haben wir also eine unabhängige Initiative gegründet und hatten gleich am Anfang auch mehrere Veranstaltungen, damals auch zur EU noch gehalten und eine auch zu den Freihandelsabkommen. Und da haben wir den Chris auch kennengelernt über die Ataquitos und eine Veranstaltung dazu auch mit den Ataquitos gemacht damals. Chris war leider verhindert, aber es war eine sehr lockere Veranstaltung. Und wie gesagt, wir haben dann, wir sind also jetzt kein stehendes Bündnis, sondern wir bilden immer wieder Bündnisse zu aktuellen Anlässen. Wir haben mehrere Demonstrationen organisiert und da machen wir dann auch Bündnisse, wo es halt gerade passt und wie die Kooperationsfähigkeit der einzelnen Organisationen gerade ist. Wir haben auch die größte Demonstration in Traunstein organisiert. Das waren damals 1000 Leute, das gab es noch nie. Und die zweite dann mit gut 500, das war letztes Jahr zum Beginn des Bayerischen Volksentscheides. Da hat auch der Chris als Redner mitgewirkt. Sonst haben wir mehrere Veranstaltungen, große Veranstaltungen, auch mit dem Herrn Glunk, der ja auch hier bei ATTAC ist und anderen organisiert. Machen viele Filmveranstaltungen, weil das was ist, was die Leute anspricht. Machen auch sehr viele Infostände. Ich kann das gar nicht aufzählen. Das ist in der Größenordnung vielleicht jetzt in den 4 Jahren von ungefähr 40 Infoständen. Werden wir immer wieder gefragt und haben natürlich viele Diskussionen mit der Bevölkerung und da geht es uns auch drum. Wir werden immer wieder gefragt, wie stehen die Parteien zu CETA. Und aus dem Anlass haben wir dann im Mai jetzt die Parteien angeschrieben und haben da verschiedene Fragen gestellt in Form einer gleichlautenden Anfrage. Ich lese die Fragen mal vor. Wird Ihre Partei zum CETA zum Thema im kommenden Bundestagswahlkampf machen? Das ist die erste Frage. Die zweite, stimmt Ihre Partei auch nach der Wahl im Bundestag zu? CETA zu oder lehnen Sie es ab? Die dritte, können Sie versichern, dass Ihre Partei nach der Bundestagswahl keine Koalition eingehen wird, die im Koalitionsvertrag vereinbart, CETA zuzustimmen? Und die nächste ist, können Sie garantieren, dass alle Bundesländer, in denen Ihre Partei an der Regierung beteiligt ist bzw. beteiligt sein wird, auch im Bundesrat gegen CETA stimmen wird oder ablehnen wird? Also wir haben einen Fragekomplex gemacht. Wir haben das jetzt nicht ausschließlich auf die Bundestagswahl gerichtet, weil um sich ein Bild machen zu können, geht es auch darum, wie jetzt entscheidet eine Partei im Bundesrat. Wir wissen ja, dass, so wie es ausschaut, wahrscheinlich auch der Bundesrat entscheiden muss. Und da spielen natürlich die jeweiligen Parteien in den Länderregierungen eine große Rolle. Okay. So. Gleich geht's weiter. Ich komme jetzt zu den Parteien im Einzelnen. Also fangen wir mit der FDP an. Das ist ganz einfach. Sie hat natürlich dieses ganze Schlamassel zusammen mit der CDU/CSU in Bewegung gebracht und hat alle Punkte ganz klar so beantwortet. Sie werden dafür sorgen, falls Sie wieder in die Bundesregierung kommen, in den Bundestag und in die Länderparlamente, Sie werden das in jedem Fall mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Kräften durchzubringen versuchen. Bei den Linken ist es genau umgekehrt. Sie haben uns glaubwürdig versichert, dass Sie dort, wo Sie Möglichkeiten haben an der Regierung und in den Parlamenten, gegen CETA aktiv sein werden. Die CDU/CSU hat nochmal die ganzen Vorteile für die Wirtschaft rausgekehrt, also die üblichen Argumente von Wachstum, Arbeitsplätzen und Wohlstand. Also klar, sie ist auch für CETA. Und bei der SPD ist es so gewesen, die haben erstmal nicht geantwortet und dann sie wollten das sozusagen rauszögern. Wir hatten nämlich eine Frist gesetzt bis 21. Mai. Und dann gab es so verschiedene Schreiben hin und her.
ob wir, was wir uns sozusagen einbilden, ihnen ein Ultimatum zu stellen. Da haben wir gesagt, wir möchten ja eigentlich nur die Information haben. Es kam da nichts Konkretes. Und wir haben uns dann den Wahl sozusagen ihre Wahlvorstellung angeschaut, also ihr Wahlkampfprogramm. Und da sprechen sie von CETA als ambitionierten Abkommen und auch, was sie alles erreicht hätten. Ne? Auch diese sogenannten 28 Zusatzerklärungen, die jetzt diesem CETA-Vertrag angehängt sind, sehen sie als ihr Verdienst an. Und da ist es halt das Problem, dass diese Zusatzerklärungen nicht von Kanada unterschrieben worden sind. Das heißt, sie haben eigentlich keine vertragliche Gültigkeit, weil sie einseitig sind. Und das andere ist das, sie haben dieses neue Investitionsrecht, das nennt sich ICS, Investment Court System, als ihren Vorteil dort beschrieben, gegenüber dem alten ISDS, so wie es ja ursprünglich geplant war. Es sind einige Verbesserungen drin, das muss man sehen. Letztendlich ist es aber, funktioniert es nach den genau denselben Prinzipien wie das ISDS. Die Investoren, die ausländischen Investoren, haben Klagerechte, die inländischen nicht. Der Bürger hat auch kein Klagerecht und es sind Rechtsbegriffe drin, die in unserem Rechtssystem überhaupt nicht vorkommen. Und was das Interessanteste ist, dieses ICS gibt es noch gar nicht. Es ist noch nicht formuliert, es liegt noch nicht vor, aber sie verweisen drauf. Also es gibt noch keinen Text dazu. Litauen hat aber bereits unterschrieben, ohne diesen Text zu kennen. Und das Europaparlament hat ja auch schon zugestimmt, aber es gab damals auch natürlich noch diesen Text, also diesen Text noch nicht. Also das jetzt nur nebenbei. Die SPD wird natürlich für CETA stimmen, dort wo es ihr möglich ist. Bei den Grünen ist es etwas anders. Sie haben einmal geantwortet, dass sie im Bundestag gegen CETA stimmen werden. Haben aber gleichzeitig gesagt, sie können sich nicht festlegen, was eine mögliche Koalitionsvereinbarung betrifft, falls sie in die Regierung kommen. Also ist klar, sie haben die Ehe für alle als Koalitionsbedingung gemacht, aber nicht CETA. Das heißt, wir können uns nicht verlassen, wenn wir jetzt in der Wahl, in der Bundestagswahl die Grünen in den Bundestag wählen, dass sie dann, falls sie an die Regierung kommen, auch gegen CETA stimmen werden. Also es gibt ein Dagegen und auch ein Offenlassen. Und was die Grünen im sie haben dann noch dazu angefügt, sie werden einen Mitgliederentscheid herbeiführen unter ihren Mitgliedern, Parteimitgliedern, und man kann sich das ja vorstellen, diese Mitgliederentscheidungen, wo es dann immer um die Regierungsbeteiligung geht, die gehen in der Regel so aus, dass die Parteispitze, weil sie ja auch dort in die Regierung möchte, die Unterstützung der Parteimitglieder bekommt. Also auch alles vage, vage, vage. Was den Bundesrat betrifft, machen sie natürlich auch keine Zusage, wie die Regierung, die Grünen, wenn es dort, wo sie in den einzelnen Bundesländern an der Regierung beteiligt sind, sich dort verhalten werden. Und wir wissen ja, Kretschmann hat bereits signalisiert, dass er nicht unbedingt gegen CETA stimmen wird. Und Al-Wazir in Hessen, der Wirtschaftsminister, hat ja schon 2014 erklärt, er findet das Abkommen gar nicht schlecht. Die Abgeordneten in der Hamburger Bürgerschaft sind auch eher für CETA eingestellt. Also auch was ihre Beteiligung an Regierungen im Bundesrat betrifft, in den einzelnen Bundesländern betrifft, gibt es von Seiten der Grünen keine Zusicherung. Sie werden gegen CETA sein. Gut, wie kann man jetzt das Ganze beurteilen? Ich denke, das ist eine Doppelstrategie, die sie fahren. Sie sagen einmal Nein, und das gilt natürlich für ihre
Basis, für ihre Mitglieder, wo ja die meisten sagen, die Grünen sind gegen CETA. Und sie lassen sich es einmal offen, und das gilt natürlich für den wirtschaftsliberalen Flügel. Es ist natürlich für den Wähler enttäuschend, weil er weiß letztendlich nicht, wie er dran ist, wenn er die Grünen wählt. Es gibt keine wirklichen Zusagen. Und es ist für uns natürlich auch enttäuschend. Unsere Erfahrung ist die Grünen wollen gerne auf den Demonstrationen immer als Redner auftreten und sich dort als entschiedene CETA-Gegner darstellen. Und das, was sie eigentlich unternehmen könnten, dafür gibt es keine Garantien. Soweit zu den Grünen. Bei der ÖDP ist es so, sie ist eigentlich die einzige Partei, die CETA wirklich in den Wahlkampf reinträgt. Die machen auch Veranstaltungen zum Thema gerechter Handel. Die AfD... Und sind eindeutig gegen CETA, das kann man sagen. Bei der AfD ist es so, sie ist die einzige Partei, die hat unsere Anfrage nicht beantwortet. Und ich habe da nur eine Theorie dazu, sie möchten sich die Finger nicht verbrennen, weil man merkt es ja, wenn man mit AfD-Mitgliedern redet, dass sie eindeutig der Überzeugung sind, dass ihre Partei gegen CETA ist. Und wenn man sich jetzt das Parteiprogramm und auch das Wahlprogramm der AfD anschaut, ist es eindeutig sehr, sehr wirtschaftsliberal. Und interessant ist auch, dass die AfD die Schiedsgerichte, die ja in den Freihandelsabkommen drin sind, positiv als bewährte Instrumente betrachtet. Und sie spricht sich auch für die Aufhebung von Handelsschranken ein. Das spricht natürlich eindeutig für den in den Handelsabkommen enthaltenen Freihandel. Soziale Verantwortung des Staates ist nicht gerade ihre Stärke. Und sie sprechen sich auch für den schlanken Staat aus. Der schlanke Staat ist natürlich ein Zentralpunkt der neoliberalen Strategie. Wenn man das Abstimmungsverhalten der AfD-Abgeordneten im Europaparlament sieht, das war damals der Lucke, der Stabatti und, wie heißt der gleich wieder, der fällt mir immer wieder nicht ein, Hans-Olaf Henkel, ja. Die haben natürlich in jedem Fall für CETA gestimmt. Also man muss immer schauen, was wird nach außen getragen und was wird real gemacht. Ne? Und von daher verstehe ich es, dass die AfD jetzt gar nicht gemeldet hat, um da nicht in der Öffentlichkeit irgendwelche schlafenden Hunde auch bei ihren Parteimitgliedern und Anhängern zu halten. Die Freien Wähler haben ein... Der Stabatti und der Henkel und die sind nicht mehr in der AfD. Dann nicht mehr in der AfD, genau. Als sie damals zugestimmt haben. Also ich muss mir jetzt der Vollständigkeit halber sagen, aber Geist ist der Geist. Das sind ja auch gegen Mindestlohn. Also ja, zum Beispiel. Ja, dann bei den Freien Wählern ist es so, die haben auch erklärt, dass sie in allen Punkten gegen CETA sind, aber im Europaparlament gibt es eine Abgeordnete der Freien Wähler und sonst keine, und die hat sich bei der CETA-Abstimmung enthalten. Muss man auch nochmal wissen, aber wir haben jetzt die Freien Wähler eher so eingeordnet, dass sie gegen CETA sind in unseren Wahlprüfsteinen, weil es geht uns natürlich auch ein bisschen darum, dass wir versuchen, eine konservative Wählerschaft, dass die, wenn sie jetzt nicht unbedingt CDU, CSU wählen wollen, dann können sie in diesem Fall natürlich die Freien Wähler auch wählen. Gut, was uns noch wichtig ist, das sind jetzt keine Wahlempfehlungen, was wir in den Wahlprüfsteinen, ich verteile sie dann gleich noch, zusammengefasst haben, es geht darum, Informationen zu geben, wie werden sich die einzelnen Parteien zu CETA entscheiden, wie entscheiden sie sich. Ich meine, wie jemand wählt,
die Auswahlkriterien, nachdem jemand eine Partei wählt bei der Wahl, liegen natürlich bei jedem Menschen und jeder hat andere Gewichtungen. Hier geht es lediglich um Information und keine Wahlempfehlung in dem Sinn. Wir haben uns dann noch gedacht, was wären jetzt Forderungen von unserer Seite zur Bundestagswahl, nämlich die, dass die am 21. September beginnende vorläufige Anwendung von CETA ausgesetzt wird, dass solange das Bundesverfassungsgericht jetzt noch keine Entscheidung getroffen hat über die verfassungsmäßige Rechtmäßigkeit dieses Abkommens. Eine andere Forderung ist für uns die Aufhebung des Fraktionszwanges bei allen Abstimmungen zu CETA im Bundestag. Und was uns eben auch noch wichtig ist, kommt noch, das ist ein bundesweiter Volksentscheid bei allen Abstimmungen wie CETA, die so elementar in unser soziales Leben eingreifen. Das war es jetzt soweit von meiner Seite. Wir geben